Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty World War 2. Wir machen heute weiter mit dem Gameplay und neue Missionen. Ja, wir haben vorhin die Mission abgeschlossen und hat echt gut gefallen. Die Mission kann ich selber nicht und ja, hat echt Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, World War 2 Gameplay und so, dann würde es mich sehr wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Livestream unterstützen möchtet, ein Like oder ein Abo. Das würdet mich sehr wahnsinnig freuen und wir sehen jetzt hier den Wir Hügel. warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Packen! Sofort! Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinauf. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Erstmal Munition auffrischen! So, jetzt mal hinlegen. Das macht zwar jeder weg sein bei Multiplayer. Haus ab, Fritz! Frisch mal Munition her! Ach Mann! Ausgeschaltet! Feuert!
Schön, dich zu sehen, Kumpel. Pierce, was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist doch nicht vorbei. Daniels, bring Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant. Ja, wenn ich mal durchkommen würde, ihr... Den Kopf runter und los! Och, Mann. Den Kopf runter und los! Das MG weiter unter Druck setzen! Vorrücken! Los, los, los! Deckungsfeuer! Granate geworfen! Rauchgranate! Werfe eine Rauchgranate! Du kannst! Auf dem Weg! Feuer unterdrückt! Sag mir, wenn ich vorrücken kann! Nein, Bewegung, na los! Ich rücke vor! Das MG muss unterdrückt werden! Sie rücken ja erst vor! Ja, die halten mehr Arschlöcher-Schüsse aus als all die von Arbeitsamt, ey. Parker, vorrücken! Parker! Yalla! Oh, shit. Aber echt wahnsinnig. Den Kopf runter und los! Deckungsfeuer! Los, los, los! Deckungsfeuer! Wachsam bleiben! Beeilung! Bunkerfeuer unterdrückt! Kann ich dich hervorrücken? Du kannst! Na los! Auf dem Weg! Das MG weiter unter Druck setzen! Das MG ist ruhig! Leute, wir kommen aus dem Gräben! Okay, ich brauche Deckung. Ich hole mir die Ladung. Ich hab sie. Ich versuch. Auf Deckungsfeuer. Zurück!
werden erstmal die Asche ausgelöscht. Wie viele Verluste? So, wir haben schon was gelöscht. Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den das Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Ja, das ist eine Doppelfolge für euch, weil die meisten haben das von euch gewünscht. Das ist jetzt eine Doppelfolge, Leute. Ja, wir gehen jetzt tief in Deutschland, in die Wälder. Damals. Wald der Angon. Kein Bock, Leute, auf so eine Scheiß. Ach man, da muss ich erstmal ruhig bleiben. Ja, das ist immer ärgerlich. Du stirbst auch dabei, wenn du deinen Flammenwerfer da reingerotzt hast, weißt du? Fick dich. Auch nicht verschmorst du da. Daniels, ich hab Munition. Ich brauche mehr Munition, Sir. So, Leute, wir müssen erst mal aufmachen, dann geht's los.
letzten Kanonen aushalten! Ladung platziert! Aber hier von allen fucking Seiten, Leute. Kommen die alle hierher, Mann? Och, ich hasse so'n Scheiß, ey. Och, mal von allen Seiten. Wie soll ich das denn schaffen, Mann, Leute? Ach, ist zum Kotzen. Och Mann, Güte. Och, meine Güte. Ich hasse das, ne, wenn die so einen scheiß Tigerpanzer haben. Guck mal, das Nachladen dauert auch viel zu lange hier. Das ist echt unrealistisch, Mann. Och, meine Güte. Guck mal, oh Mann, hab da echt keinen Bock, man. Ich hab da echt keinen Bock auf so eine Scheiß, ne?
Junge, wo kommt dieser Macker her? Ey, auf normal ist Kacke. Wo sind Sie, Sergeant? Oh Mann, ich hasse das, ne? Dieser Panzer fuckt mich schon immer ab. Komm. Endlich, Leute. Verstärkung!
Deckung! Zurück! Ich schaff es nicht. Lass mich zurück. Ich hab sie! Mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Rückzug! Sergeant! Los! Na los! Los, ich sagte Rückzug! Das war ein Befehl, Junge! Geht! Sir, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. Ja, Leute, das war von dieser Folge traurige Sache. Ein Colonel ist leider von uns gegangen. Ein tapferer Mann hat sich geopfert für uns, aber das Leben wollte nicht auf Folge rechnen und... Das war für die Folge von heute und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich sehr wahnsinnig freuen über eine Bewertung auf meinem Kanal. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein.